Donnerstag ist Lufthansa Group Update. Heutige Themen sind: Lufthansa Flugplan muss wohl über die Weihnachtsfeiertage reduziert werden. 8er A330-300 für die Eurowings Discover wird flott gemacht. Es gibt auch bald wieder ein Flugzeug, was den Namen München trägt, nachdem die 380, die Mike Bravo, außer Dienst gestellt worden ist. Dann gibt es einen Engpass bei der Swiss und gestern gab es einen Streik in der Lufthansa First Class Lounge. Insofern war diese gestern geschlossen. Und wenn ihr eure E-Mails kontrolliert habt, Christina Förster, Head of Customer irgendwas von Lufthansa, also ganz, ganz hohes Tier, hat euch Weihnachtsgrüße geschickt. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch übrig, an den Hofmeister zu übergeben. Ja, ich würde doch mal sagen, Intro ab. Geht los. Willkommen zurück. Ihr wisst ja, an dieser Stelle, wie immer, gibt es den Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, die Glocke anmachen. Und vor allem ganz, ganz wichtig, unten kommentieren und diesen Beitrag liken, damit wir dem Algorithmus ein Schnippchen schlagen können. Ja, das erste Thema ist der Flugplan bei der Lufthansa. Der Flugplan über Weihnachten hat so ein Problem. Warum? Ganz einfach, weil man Personalmangel hat durch Corona. Ich persönlich würde es nennen durch Entlassungen. Viele haben jetzt andere Jobs übernommen, weil sie halt festgestellt haben, hey, geiler Scheiß, woanders arbeitet sich's besser. United zum Beispiel geht's auch nicht besser. Die können zum Beispiel 100 Flugzeuge nicht beredern, da kein Personal da ist. Deshalb stellen die einfach mal 14 Strecken ein, ab Washington Dulles als Beispiel. Aber jetzt soll der hohe Krankenstand bei der Lufthansa durch den Crewmangel, durch den Krankenstand kommen. So rum ist es richtig formuliert. Besonders hoch soll es ab heute sein, 23. bis 26.12. Und man möchte von den Cockpit-Crews, dass sie Extraschichten fahren. Also das hat jetzt nichts mit Sicherheit zu tun, aber es ist halt einfach so, man erwartet von den Mitarbeitern, die man gerade in den Arsch getreten hat, um es mal zu sagen, nachdem man den Perspektivvertrag gestorniert hat, oder gekündigt hat zum 30.06.2022, die Piloten von ihrer Seite aus natürlich gesagt haben, dann werden wir halt auch den Tarifvertrag kündigen. Also ab 1. Juli sind sie streikfähig. Das ist jetzt das, was man hat. Also insofern, Hofmeister, wie wollen wir dazu uns positionieren? Tja, also ist ja schon etwas merkwürdig, dass gerade zum jetzigen Zeitpunkt mit einmal der Krankenstand dann ansteigt. Ich will das mal besser nicht kommentieren. Ich glaube, es ist ein bisschen hausgemacht. Wenn man da bricht der Hofmeister doch einfach mal wieder ab. Wir kennen das Spiel ja schon. Er möchte es nicht kommentieren. Drin ist auch direkt der Ton weg. Finde ich spannend. Das ist halt das, wenn man semi-live was schickt und wir hören ihn einfach nicht. Soll ich einfach das nächste Thema weitermachen oder sollen wir warten? Hallo? Da ist er wieder. Dann kann der Hofmeister doch kommentieren. Ich höre euch. Ja, aber du warst weg. Dann kommentier doch einfach nochmal. In dem Moment, wo du sagst, ich möchte nicht kommentieren, warst du weg. Also, ja, das ist ja lustig. Nein, ja, was soll man dazu sagen? Es ist ja schon ein sehr aufschlussreicher Zusammenhang, wo es gerade richtig Stress mit den Piloten gibt, dass nun dort alle krank werden. Und die Frage ist, kann man das kommentieren? Kann man da irgendwas unterstellen? Oder sollte man vielleicht beide Seiten und insbesondere auch die Lufthansa vielleicht etwas zur Mäßigung gegenüber denjenigen aufrufen, die Flugzeuge in die Luft bringen müssen? Ja, also wie gesagt, Krankenstand zu Weihnachten ist ja immer höher, weil viele natürlich Familien und andere Prioritäten haben. Also insofern würde ich ja jetzt nichts Verwerfliches zu sehen. Kann man jetzt, wenn man will, aber ich will ja nicht sein päpstlicher als der Papst. Ich selber arbeite ja auch jeden Tag. Also insofern, hey, do whatever you want. Aber Dienst nach Vorschrift kann ich verstehen, dass sie es machen, weil nach der Erfahrung mit der Lufthansa-Führung ist da natürlich Pipi in die Augen. Ja. Ein anderes Streikthema ist ja die WISAG gewesen, die ja gestern die FCT bestreikt haben, Mario, ne? Tja, man gut, dass wir gestern nicht in Frankfurt waren und gut, dass ich übermorgen über Zürich fliege. Es ist natürlich mit den externen Dienstleistern, wie es mit den externen Dienstleistern halt so ist. Und wenn man das nicht in Eigenregie betreibt, dann passiert sowas. Dann ist er wieder weg. Also Mario hatte anscheinend ein Tonproblem. Wenn ich das die letzten Worte von ihm einfach mal übernehme, dass er sagt, dass dann, wenn man es nicht in Eigenregie macht, dann hat man halt Probleme.
Die Visag hat ja selber Probleme. Sie haben, glaube ich, 600 Mitarbeiter am Flughafen, stellen über 15% der Dienstleistungen am Flughafen. Und in der FCT sind sie halt der Dienstleister, der die Fahrzeuge bedient. Das heißt also die, die euch mit dem Porsche Cayenne oder mit dem Panamera oder dem VW-Bus fahren, da war der Mario gerade wieder, fahren, die sind bei der Visag angestellt und die haben gestreikt und deshalb konnte es nicht gemacht werden. Also auch im Forum gestern ja eine Diskussion von einem Lufthanseaten, der meint, man sollte sich nicht so anstellen, weil das Angebot ja gleich sei im A-Bereich. Da muss ich ehrlicherweise sagen, nö, das stimmt nicht. Fängt schon damit an, dass es Parken anders ist, es ist mit dem Duschen, Baden anders und vor allem die kurzen Wege, weil man muss sich durch die ganz normale Security durchquälen. Wollen wir Mario nochmal eine Chance geben und gucken, ob er reden kann, Mario? Hört ihr mich jetzt? Jetzt höre ich dich etwas besser, aber quasi durch ein anderes Mikrofon. Ja, aber das mit denen, die ich im Ohr habe, scheint es ja irgendwie nicht zu funktionieren. Ich kann es nochmal probieren. Nee, du brichst wieder ab, also insofern... Jetzt ist er wieder da. Wir haben technische Probleme, aber der Hofmeister arbeitet dran. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie, weiß nicht, der Weihnachtsmann funkt dazwischen. Ich weiß es nicht. Ich bitte auf jeden Fall vielmals um Entschuldigung. Er fliegt ja auf Flight Radar schon. Also wenn ihr auf Flight Radar schaut, seht ihr den Schlitten bei Probeflug. Genau. Ja, ist auf jeden Fall alles sehr ärgerlich, dass jetzt in der Vorweihnachtszeit da alles zusammenkommt. Nicht? Kranke Piloten, keine First Class Lounge, kein Service zum Flieger mit dem Auto. Schwierig. Ja, wo man direkt beim nächsten Thema ist mit keinem Service, was das Lustige bei dem Thema ist, ist ja der Engpass bei der Kabine bei der Swiss. Ja. Warum ist das lustig? Weil die Swiss natürlich die Entlassenen jetzt wieder anrufen muss. 334 Entlassene sollen angeschrieben werden. Sinngemäß Zitat aus einem internen Brief. Alle KollegInnen, an welche wir uns im Rahmen der Restrukturierungsmaßnahmen, sehr schwieriges Wort, trennen mussten, werden seitens HR im Januar 2020 mit dem Angebot eines Rückkehrrechts ab April 2020 angeschrieben, heißt es. Dann ein weiterer Grund für den Engpass ist die Impfpflicht, die Swiss doch eingeführt hat. Dann soll das Teilzeitpensum erhöht werden für die Leute, aber da sehen wir ja, dass die Leute da nicht so wirklich die Böcke drauf haben, weil sich die Swiss ja auch nicht so an alle Sachen gehalten hat. Und was wichtig ist, ist einfach, man hat die Flotte um 15 Flugzeuge reduziert durch Corona, gab zwar dann nur 550 anstatt 780 Entlassungen von den ursprünglich 1700 Entlassungen, die man hatte. Und man wollte das Ganze dann über Restrukturierung und aber auch über die normale Fluktuation regeln. Nur jetzt hat man gemerkt, die Leute sind halt, wie auch bei der Lufthansa, einfach in Jobs gegangen, die, ich will nicht sagen zukunftssicherer sind, aber weniger Kopfschmerzen bereiten, ne Mario? Ja, so ist das. Und es gibt ja auch große Werbeaktionen. Ich hoffe, ich bin jetzt wieder zu verstehen. Neulich habe ich, glaube ich, eine riesige Werbung der Bahn gesehen, wo man sich Großflächenplakate, wo man sich explizit... Und da bricht er wieder ab. Er spricht auf diese Bahnwerbung an, wo die Dame Werbung gemacht hat, die vorher bei der Eurowings war, glaube ich. Genau. Mari, ich weiß nicht, nimm mal einfach die Ohrhörer raus, dann gehst du einfach übers Mikrofon von deinem Notebook, schätze ich mal. Das sollte dann besser sein oder was anderes. Aber Gott sei Dank weiß ich ja, was der Hofmeister erzählen wollte. Es knarzt, es knirscht bei ihm. Also irgendwas passiert bei ihm schon. Ne? Also heute ist das ja eine lustige Sendung. Dann lasst uns doch auch auf ein Thema hinkommen, wo die Leute sagen, Eurowings Discover. Und zwar soll bald die achte A330-300 startklar sein. Das Spannende an der 2021 gestarteten Fluglinie am 24.07., 10 Tage nach meinem Geburtstag, falls ihr euch das für Geschenke merken wollt, jetzt aufschreiben, bekommt ihr einen achten Flieger. Es werden ja Flüge angeboten nach Sansibar, nach Mombasa, Bridgetown, Cancun, Mauritius, Montego Bay, Punta Cana, Windhoek, Tampa, aber auch einige Warmwasserziele am Mittelmeer werden angeflogen von der Discover. Die haben ja auch im Moment 8 330er und sogar 2 A320er, sollen auch noch mehr werden. Aber das Flugzeug, was jetzt ausgeliefert worden ist, also quasi ein neues 17 Jahre altes Flugzeug, 18-jähriges, fast volljähriges Flugzeug, ist die ehemalige D-Alpha India Kilo Alpha, die wieder die Kennung bekommen hat. Die war nämlich 2004 an die Lufthansa ausgeliefert worden, ist 2018 an die Brussels gegangen, welche den Flieger für die Eurowings auf der Langstrecke benutzt hat. Da haben die eine andere Kennung gehabt, natürlich haben die eine belgische Kennung gehabt, aber sie bekommt wieder das alte Kennzeichen und sie wird betrieben natürlich in der klassischen Drei-Klassen-Bestuhlung
der Lufthansa-Tochter Eurowings bekannt, Economy, Premium Economy, aber auch Business Class. Und mehr gibt es einfach nicht zu sagen, außer dass sie durchstarten wollen. Und neue Ziele sollen sein, und das ist auch das Spannende, was damit geflogen werden soll, sind dann Anchorage, Fort Myers, Las Vegas für Mario, Kilimanjaro und dann, also ab Frankfurt, es sollen auch Fernziele ab München hinzukommen und weitere Kurz- und Mittelstrecken in 2022. Also da passiert sehr, sehr viel. Mario, bist du wieder auf Sendung? Ja, hört man mich? Hört man mich? Es klingt jetzt etwas blechern, aber besser so als gar nicht, ne? Ja, das manchmal so als gar nicht, das stimmt wohl. Ja, ist ja ganz nett. Neue Flugzeuge wird die Eurowings Discover wahrscheinlich wohl nie bekommen. Immer die gebrauchten, aber immerhin. Neulich gab es ja. Also er bricht irgendwie komischerweise ab. Ich weiß nicht, was das Leistungsproblem ist. Ich mache einfach mal weiter, ich übernehme einfach. Er macht einfach eine gute Miene zum Spiel auf seiner Seite. Quasi. Links von mir, ne? Also wenn ihr davon links, ja. Wenn man davor ist, ist es links. Ja, das nächste Thema wäre dann die Austrian Airlines. Die schickt nämlich 13 Airbus A320 nach Prag. Dann sagt man, hey, was wollen die in Prag? In Prag gehen die einfach zur Maintenance. Da gibt es eine Lufthansa-Tochter, die die Flugzeuge überholen wird. Die werden nicht überholt bei der Austrian-Tochter, weder in Bratislava noch in Wien. Es sollen dann nächstes Jahr, glaube ich, irgendwie 6 Stück oder 7 Stück geben. Das Folgejahr entweder 6 oder 7 Stück, also egal wie rum. Also am Ende sind es diese 13 Flugzeuge. Und was auch spannend ist, den Kunden der Czech Airlines Technics zählen unter anderem auch Finnair, Transavia und Neos als Fluggesellschaften. Neben ATR-Flugzeugen haben die auch 737NG, aber auch spannenderweise die, logischerweise, die MAX im Wartungsangebot, aber auch die 321er Neos können dort gewartet werden. Mario, hören wir wieder auf die Füße treten oder mit den Füßen rumtrippeln? Ja. Vielleicht möchtest du nochmal versuchen. Ja, ihr versteht mich ja immer nicht. Ich weiß nicht, was hier schief läuft heute. Ich weiß es nicht. Du brichst einfach ab. Dann mache ich noch mal ein weiteres Thema auf. Und zwar ist das Flugzeug mit dem Namen München. Jetzt sagt ihr, wie das Flugzeug mit dem Namen München? Da gibt es auch so viele. Ja, das ist natürlich so. Lufthansa benennt die Flugzeuge nach Städtenamen. Je größer die Stadt, desto größer das Flugzeug. Aber München ist nicht groß genug, um eine 747-8 zu bekommen. Die bekommen einfach eine 350-900, die im April ausgeliefert wurde. Vorher war es schon in den 60er Jahren eine Boeing 707, die den Namen München getragen hat. In den 70ern eine Douglas DC-10. Da muss ich sagen, hey, die hatten ja auch DC-10er bei der Hansa. 83 war es eine 747-200. Die ist dann irgendwann abgelöst worden durch eine 747-400. Und in 2011, und da war ich selber dabei, ist die A380, die Delta Alpha India Mike Bravo, mit dem Namen München beglückt worden, wenn man so sagen will. Und mit diesem 380er haben wir zum Beispiel viele Flüge gemacht. Auch hatten wir da einen Flug von München nach Salzburg und zurück als Medienflug. Das war 2011 sogar gewesen. Und wir hatten in Salzburg ein Touch and Go. Und ich erinnere mich noch, wie ich hinten in dem Flieger in dieser Treppe stand und denk so, hui, was passiert denn hier gerade? War jetzt nicht so ganz optimal, dass man auf dem Platz gesessen hat, aber das ist meine persönliche Erfahrung mit der Mike Bravo, die ich in meinem Leben natürlich nicht vergessen werde. Und wie gesagt, ab Februar 2022, wenn die Airbusse kommen, nicht im April, wird die den Namen München tragen, die A350-900, und wird Ziele natürlich anfliegen wie San Diego, was ein spannendes Ziel ist in Kalifornien, wer nicht unbedingt nach Los Angeles möchte, sondern nach San Diego, an die mexikanische Grenze, kann ich nur ans Herz legen, im Gaslamp District zu schauen, und an das Hotel wäre das anders, was ich empfehle. Oh Wunder, als alter Hyatt-Fanboy. Und das Bangkok-Ziel oder Rio sind Ziele unter anderem. Mario, hast du dein Problem gelöst oder bist du immer nur noch... Ich weiß es nicht. Kannst du mich verstehen? Wahrscheinlich breche ich gleich wieder ab. Ich weiß es nicht. Wenn es gehaltvoll wird, bricht es ab. Das kennt dein Skype nicht. Also insofern. Ja, genau. Der kennt nur. Ja, und da war er wieder weg. Ne? Ja, lustig. Also ich weiß nicht, warum er abbricht. Auf jeden Fall kann er reiche Mimik machen. Er versteht uns ja. Ich sage einfach mal, Mario, wink mal. Ja. Ja, lachen hören wir auch. Also komisch. Da müssen wir dran arbeiten. Sehr merkwürdig. Was das sehr merkwürdig. Thema ist. Ja, ja, nach Monaten funktioniert das jetzt irgendwie nicht so gut.
Ja, wunderbar. Auf jeden Fall bleibt uns nichts anderes zu tun als an dieser Stelle. Und wir sind ja immer wieder bemüht, unter 20 Minuten zu bleiben, uns den Worten von Christina Förster anzuschließen. Ich zeige das Video nicht, weil es eine Minute ist. Könnt ihr euch selber angucken, wer es möchte. Sie wünscht uns allen ein gesundes 2022. Und vor allem bedankt sie sich, dass ihr bei der Lufthansa Kunden seid. Genauso bedanken wir uns natürlich, dass ihr bei uns nicht Kunden seid, sondern Zuschauer seid und unsere Community seid. Und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr euch auch in Vielzahl auch persönlich kennenlernen werden. Wir werden auch wieder einige Reisen machen. Mario muss noch überlegen, ob er mit zur AGM nach Shanghai kommt, die ja auch im Juni stattfindet. Aber ansonsten haben wir viel vor. Bleibt gespannt, bleibt gesund. Und wir werden auch noch mal eine Sendung machen zwischendurch. Mario wird wahrscheinlich aus Amerika zugeschaltet werden. Und da wird wahrscheinlich die Leitung besser sein aus Amerika als aus dem Entwicklungsland Deutschland. Ja, dem Entwicklungsland Deutschland. Also jetzt bleibt es wirklich nur an dieser Stelle zu sagen, danke, dass ihr heute bei der Lufthansa Group Update Show dabei wart. Und Abonnierbefehl am Ende des Ganzen. Kommentieren, Glocke an, Like, ach, ihr wisst das alles, den ganzen Quatsch. Also insofern, helft uns, wir helfen euch, wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte habt. Also bis dann und wir sagen Tschüss, Mario. Ja, Prost Fest, Prost Fest.